Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play-Projekt, beziehungsweise Let's Replay in diesem Fall. Wir spielen zusammen Akuji the Heartless. Genau, das ist, so heißt das Game. Ist ein sehr geiles Spiel, also, ja, ich habe das damals schon mal gespielt, aber ich fand das doch sehr amüsant und auch sehr geil, das Spiel. Es geht also hier um diesen Typen, den wir da sehen. Und genau, Soundeinstellungen und so habe ich jetzt, denke ich mal, Moment, ich muss einmal nochmal kurz schneiden, sorry, weil das, der erste Part ist ja noch so Einstellungen prüfen und so, also bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder und ich gehe erstmal in die Einstellungen, weil ich habe doch festgestellt, dass hier der Sound noch sehr laut ist. Und genau, dann würde ich sagen, ja, speichern wir das mal so ab, so sollte das passen. Und ja, genau, willkommen zu meinem neuen Let's Play, Akuji the Heartless. Ist auch ein ziemliches Kindheitsspiel von mir gewesen. Und ja, genau, dann würde ich sagen, also das Spiel ist aus dem Jahr 1999 von Eidos bzw. Crystal Dynamics, wie man es eben gesehen hat. Die Firmen gibt es, glaube ich, beide heute nicht mehr. Und ja, genau. Eine Sache muss ich noch sagen, ich werde jetzt die erste Cutscene überspringen, weil halt die, ja, wie soll ich das sagen, die ruckelt. Und genau, dann würde ich sagen, ja, ich schneide die gleich rein dann und dann sehen wir uns gleich nach der Cutscene wieder. Also ich probiere es nochmal kurz. Also dann bis gleich. In meiner Kindheit hieß es, dass nur die Starken überleben, dass die Starken herrschen. Dass Macht der Lohn für ein tugendsames Leben sei. Ich führte ein tugendsames Leben. Ich hatte die Kunst des Kämpfens vervollkommnet. Meine Waffen waren die Verlängerung meines Willens. Geistige Kraft suchte ich in den Voodoo-Ritualen, in den Ritualen des Blutopfers, um die Götter zu besänftigen und ihren Zorn gegen meine Feinde zu richten. Ich sollte Kesho, die älteste Tochter des Tonko-Clans, heiraten. Unsere Hochzeit hätte die Herrschaft meiner Familie. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Und ja, wie gesagt, das ist schade, dass die Cutscene nicht geht. Weil da wurde doch eigentlich ganz schön erklärt, was da, was hier jetzt Sache ist. Aber keine Sorge, ich werde mir die irgendwie raus aufnehmen und werde sie dann hier reinfügen. Genau. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir direkt mal hier an mit dem ersten Level. Es geht hier direkt los mit Kokytus, der Fluss der Seelen. Ihr Abenteuer beginnt. Überqueren Sie die Flüsse, um rasch das Geistertor zu erreichen. Schlagen Sie auf die schwerenden Taruspunkte, nee, nicht Taruspunkte, Hinweistafeln so rum, um Hinweise zur Steuerung zu erhalten. Genau, es gibt noch Folgendes zu sagen zum Spiel. Also ich kenne das Spiel natürlich schon, ich habe es ja damals schon gespielt. Und deshalb wird das jetzt eine 100%-Challenge. Genau, ich muss mal gucken, wie das alles hier so aussieht. Ja, sieht nicht so doll aus von der Grafik her, aber das kann ich vielleicht noch ändern. Weil der Akuji hat keine Augen irgendwie, das ist ein bisschen merkwürdig. Genau, und hier sieht man auch das Dings nicht. Ah, ich habe ja auch gerade keinen Zauber. Wie gesagt, es wird eine 100%-Challenge mit allen Akuji, Seelen. Sammle 100 genau. Voodoo-Puppen, um deine Gesundheitsleiste zu verlängern. Richtig, wir haben am Anfang immer so ein Tutorial hier. Und ich muss erstmal die Steuerung wieder rauskriegen. Oh mein Gott. Also hier war Schlagen, genau. So, dann haben wir ja hier noch Zauber, genau. Wir haben hier Zauber. Du hast einen Voodoo-Zauber entdeckt. Sie sind überall in der Unterwelt verteilt. Jeder Farbe Zauber hat eine bestimmte Wirkung. Sei aber vorsichtig. Du kannst deine Zaubersprüche nur in der Welt benutzen, in der du sie gefunden hast. Ah. Ja, genau, wir haben hier Zauber, so Voodoo-Magie, sozusagen. Und genau, kann ich aber nur da benutzen, wo ich bin, gerade. Die Steuerung muss ich erstmal nochmal hier... So geht der Abgakat. Akuji hat doch ein Gesicht, alles klar, so geht der Abgakat. So, hier kann man die Zauber wechseln. Genau, jo. Dann kommt hier auch schon der erste Gegner. Und zack. Sammle 100 solcher Seelenkugeln. Dann erhältst du ein Extra-Leben. Genau, wir sollen 100 Seelenkugeln sammeln. Die kriegen wir auch von Gegnern. Wenn wir die gesammelt haben, kriegen wir ein Extra-Leben, wie der Typ eben schon gesagt hat. Also wir haben im Moment 5 Leben.
Und wenn wir halt sterben, dann verlieren wir halt ein Leben und dann ist scheiße, genau. Ah ja, das ist wichtig. Ich habe eines deiner Vorfahren eingesammelt. Es gibt nur wenige von ihnen, aber sie sind entscheidend für deine Aufgabe. Genau, wir müssen ja jetzt nicht nämlich diese Seelen sammeln hier. Von denen will ich nämlich alle sammeln. Also die Seelen, die wir da eben gesehen haben, sozusagen. Und genau, ich muss mal gucken, ob das jetzt alles noch... Ja, es ist die erste Folge, es tut mir leid. Aber es kann sein, dass hier die Qualität noch ein bisschen schlecht ist. Aber ja, das kriegen wir noch irgendwie raus. Es ist ja immer am Anfang von dem Projekt so, ne? Ey, Spasti, so. Da, siehst du, da haben wir wieder 5 so Seelen bekommen. Und zack. So. Ja, Akuchita Heart ist, wie gesagt, ein schönes Kindheitsspiel. Spiele ich nach wie vor sehr gerne. So, was haben wir hier für einen Tipp? Ja, gut, okay, das kennen wir ja schon, ne, mit dem Zentrieren. Du hast Kraft gefunden, Akuchi. Ja. Wenn deine Gesundheitsleiste voll ist, brauchst du sie aber nicht. Genau, und da, wir können auch in First Person gehen, sehe ich gerade, genau. Und da ist der Tod, oh mein Gott. Was macht der denn? Der Tod höchstpersönlich. Ja, die Logik von dem Spiel ist ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also, man bekämpft hier den Tod, obwohl der Tod schon tot ist. Ja, ich weiß, übelster Mindfuck, aber ja, das ist halt die Logik von Akuchi, the Heartless. Das, genau. So, und diese Voodoo-Puppen hier, da müssen wir alle von einsammeln. Wenn wir eben gehört haben. Ah, da ist noch eine Seele, perfekt. So. Gucken wir da auch weiter. Und wenn wir alle Voodoo-Puppen gesammelt haben, kriegen wir eine Lebensleistenerweiterung. Genau. So. Ja, geile Mucke wieder hier. Und jetzt kommt eine Katze. Akuchi, Akuchi. Genau, wenigstens gehen die. Es war Urat, dein Bruder. Er hat unsere Hochzeitsgäste ermordet und die Zauber gewoben, die mich gefangen halten. Seine Schergen haben dir das Herz aus dem Leib gerissen und dich zur Wanderung durch die Unterwelt verdammt. Unsere Familien rüsten zum Krieg und dein Bruder wird mich den Göttern opfern. Du musst entkommen und ihn aufhalten. Deine einzige Hoffnung liegt in Navo. Such das Land, das die Welten der Toten mit unserer verbindet. Sprich bei Baron Samedi vor. Er kann dir als einziger helfen. Such ein Geistertor, um nach Navo zu gelangen. Meine Kräfte verlassen mich. Du musst dich beeilen. So, sorry, ich musste einmal nochmal mein Headset richten. Ja, genau. Also da haben wir es auch nochmal ein bisschen so die Story von diesem Spiel hier mitbekommen. Also deswegen heißt es halt Akuchi the Heartless. Ihm wurde halt das Herz von seinem Bruder rausgerissen. Und ja, das ist eine ziemliche Tragödie. Und ja, deswegen müssen wir jetzt halt nach Navo gehen, durch ein Geistertor. Und dieses Land verbindet das Land der Toten mit dem Land der Lebenden. Erinnert ein bisschen an Shadow Man, aber ist ja okay. Ah, da ist ein Vogel. Alles klar, ist schon weg. Ja, das, was wir da eben gesehen haben, war ein Speicherpunkt. Und genau, so, ich muss mal gucken. Wegen der Cutscene, warum die eben so geleckt hat. Weil die Endcutscene würde ich doch gerne doch mit euch zusammenschauen. Hä? So, da ist eine Mücke hier unten. Die haben wir auch, ja. Wie gesagt, hier haben wir so viele kleine. Und hier haben wir einmal den Seelensucher noch. Seelensucher ist halt, ne? Der sucht sich halt seine Ziele. Und bei dem anderen hier, da müssen wir halt, ja, zielen. So, ganz wichtig. So, zack, 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 weg. Sehr schön. So. Du musst den Loa-Stein auf einen Altar legen, um das Tor zu öffnen. Genau, diese Steine, die wir hier gefunden haben, die müssen wir... Ah, perfekt. Die müssen wir auf diesen Totem hier legen. Zack, genau, so. Dann öffnet sich die Tür und das Vieh, das trifft mich, das ist aber nicht schlimm. So, jetzt zeige ich euch mal den Seelensucher. Seht ihr das? Der sucht sich nämlich sein Ziel selber. Schaut mal. Und es ruckelt wieder ein bisschen. Oh, wegen dem Wasser. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, es ruckelt wegen dem Wasser, okay. So. Aber das kriege ich noch irgendwie raus. Das, ja. Also ich werde da gar irgendwie das Plugin wechseln oder so. So, hier jetzt gab es irgendeinen Trick. Moment. Wie ging, genau, so.
hier hochschwingen, das weiß ich nämlich noch, genau. Und zack, nee. Irgendwie muss man da hochkommen, weil da hinten sind Voodoo-Puppen. So, dann haben wir hier, zack. Ich muss mich voll verrenken, um das hinzukriegen hier. Zack, zack, nee. Das gibt irgendwie keinen Moment. So, dann, ey, sag das so. Genau, zack, 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 zack. Nee, irgendwie kommt man da hoch. Ich muss mich nämlich da hochschwingen. Nee, nicht hier. Nicht hier, warte mal. Lass mal hier so. Das könnte ein bisschen langweilig werden jetzt. Zack. Yes, ich bin hier oben. Und da haben wir nämlich die drei Voodoo-Puppen. Ich versuche auch alle Voodoo-Puppen zu kriegen. Definitiv. Ah, Wasser. Scheiße. Ah ja, das ist ein bisschen... Ist es vielleicht wegen der Auflösung oder so? Keine Ahnung, weil ich habe es jetzt auf HD, also auf Full HD gestellt. Also 1980 mal... 1000 irgendwas. Und ja, ich muss mal gucken, woran das liegt. So, da ist ein Vogel wieder. Zack, 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 zack. Ich glaube, bei diesen alten Spielen braucht man gar keine HD-Auflösung, finde ich. Hä? So. Dann waren ja da hinten noch welche, genau. So, da komme ich, glaube ich. Moment. Ja, das müsste so gehen, hä? So. Nein! Ah, scheiße. Ja, wie gesagt, da kommt man nicht immer beim ersten Mal hoch, aber da kann man hoch. Okay, sehr schön. Ja, es ruckelt, wie gesagt, manchmal ein bisschen. Es könnte echt an der Auflösung liegen. Oder am Grafik-Plugin. So, zack und zack und da hinten drauf. Scheiße. Nochmal versuchen. Ja, das sind nämlich drei Puppen. Und die möchte ich doch haben hier, um in der Unterwelt zu überleben. Ja, wir sind quasi... Wir sind der Herrscher der Unterwelt. Oh, scheiße. Eine habe ich gekriegt. Ja, gut, okay. Ja. Ich sag dazu mal nichts. Es ist jetzt der vierte Versuch, wo ich darüber kommen möchte. Aber jetzt muss das doch gehen, oder? Und hier und rüber da. Ja, sehr schön. Alles klar. So, haben wir alles. Dann... Geht's mal weiter. So. Kletter mal wieder hier hoch, weil da hinten war noch ein Steinweg. Ja, wie gesagt, nach Tenchu 2 jetzt hier. Akuchi the Heartless erstmal. Ich weiß nicht, wie viel Level. Ich weiß nicht mehr, wie viel Level das Spiel hat. Aber ich glaube, es waren 15 oder so. Hä? Und zack. Genau, das war ein Schalter und da geht das Tor auf. Sehr schön. Und hier oben? Ihr merkt schon, ich kenne die Level noch. Hier oben ist ein Seil. Da kann man sich dranhangeln. Genau. Und dann kriegen wir da die nächste Kiste. Zack und zack. Ja, da haben wir den vierten. In jedem Level gibt es vier Seelen, genau. Ja, haben wir im ersten Level schon mal alle. Das ist schon mal ein sehr guter Start. Ah, und wieder so ein Tod. Es ist so bescheuert, wirklich. Ein Tod in der Unterwelt. Ah! Ja, man kann auch Schwertkampf machen, aber... Ich mag das Zaubern mehr hier. Zack, 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 zack. Das ist einfach viel angenehmer. So. Ja, die Steuerung habe ich langsam wieder raus. Das ist... Und schaut mal hier. Blutwasser. Sehr nett. Sehr charmante Atmosphäre auf jeden Fall. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja. Da haben wir Koketos. 4 von 4 Vorfahren. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich werde die Auflösung ein bisschen runterschrauben gleich mal. Das probieren wir mal zu speichern. Kriegen wir es hin? Ja. Sehr schön. So, da kann ich nämlich dann... 10 Minuten haben wir gebraucht. Und ja, da kann ich nämlich dann gleich nochmal ein bisschen rumprobieren mit der Grafik und mit der... Mit den Soundeinstellungen. Und genau. Das ist Navo. Wir sind in Navo. Und da ist unser Baron. Bin ich mal ruhig. Sei willkommen, Akuchi. Wenigstens einer aus deiner Familie scheint Ehrgefühl zu besitzen. Danke, dass du Kokytos vom Abschaum deines Vermächtnisses befreit hast. Das Vermächtnis, das ich meine, hat dich in diese Zwangslage gebracht. Akuchi, deine Familie ist böse. Sie ist schon immer böse gewesen. Und nach dem Leben verderben die Seelen deiner Ahnen noch die Welten der Toten. Ich schlage dir einen Handel vor. Wenn
Wenn du die Unterwelt von deinen Vorfahren säuberst, gestatte ich dir die Rückkehr nach Marmora. Dann kannst du deine kostbare Kesho retten. Du brauchst nicht alle zu finden. Einige sind verderbter als andere. Erkunde die Landschaften jedes der vier Vorhöfe zur Hölle und bring mir die mächtigsten Seelen dar. Wenn du genug Seelen gesammelt hast, darfst du den Wächter des Vorhofes zum Kampf stellen. Wenn du ihn besiegst, schicke ich dich weiter auf deiner Reise. Es gibt nur vier Vorhöfe, Akuchi. Du wirst sie doch gewiss überwinden können. Ich habe das Tor nach Pluton geöffnet. Wenn du die Seelen deiner Vorfahren geerntet hast, musst du die Blitztürme, welche das Geistertor bewachen, zerstören. Dann darfst du hierher zurückkehren. Ja, vielen Dank. Nee, der Typ, den ihr da eben gesehen habt, das ist der Baron. Also, der gibt uns unsere Aufträge. Unser Auftrag ist eigentlich immer gleich. Wir sollen hier in die Levels gehen, die blau markiert sind. Da die Seelen sammeln und alle zurückbringen, damit er uns dann am Ende, ja, zurück zu unserer Frau Kesho lässt. Wir wollen ja Kesho retten, ne? Genau, und das hier ist ein Speicherpunkt, da kann ich gegenschlagen, aber das mache ich jetzt nicht. Es ist schade eigentlich, weil die Grafik sieht so gut aus. Aber ich muss jetzt mal gucken, ne? Also, ja, dann würde ich sagen, ist hier der erste Part erstmal vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und jawohl, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt erstmal zusammen und hoffe, dass ich euch doch im nächsten Part sehe bei Let's Play Akuchi the Heartless, beziehungsweise Let's Replay, ne? Ciao, ciao!